Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybones. Es gibt wieder einiges Neues, aber zuerst mal, ihr seht, ich bin Level 28 und fast 29. Ihr seht, mir fehlt nicht mehr viel und es gibt hier die Tree Chopper Challenge und ich muss nur noch 1, 2 Holzblöcke abbauen, um ein Level aufzusteigen. Ihr seht, 99% geschafft. Okay, ich muss mehr abbauen. Hey, komm schon. Ich dachte, ich brauche nur noch einen. Jetzt komm. Yes! Okay, damit habe ich jetzt diese Challenge erledigt und bin ein Level aufgestiegen. Level 29. Hab da jetzt... Boah, Alter, man braucht 3200 XP dafür. Das heißt, ich kann jetzt meine Ender Chest nochmal aufleveln. Die ist übrigens komplett zugemüllt. Die müsste ich unbedingt mal sortieren. Da ist alles drin. Hier so ein Arcane, das 7 Emeralds komplett verteilt, weil sich das so komisch stackt. Aber guckt euch an, wie riesig diese Ender Chest einfach ist. Wie weit ich denn nach unten blättern kann. Das sind jetzt 15 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 15 mal 7. Das sind 105 Slots. Also okay, doch, stand da. 105 Slots. Alter, das ist so mega viel. Das ist so viel wie zwei Doppelchests, fast. Eine Doppelchest hat 54 Slots. Also das hier sind fast zwei Doppelchests, was in die Enderchest reinpasst. Okay, das ist echt krass. Gut, jetzt zu den Sachen, die neu sind. Mein Inventar ist noch voll Holz, vom Holz abbauen. Einerseits hier unten ein Bunny Spawner. Das finde ich richtig cool. Das war Extreme Player irgendwas, warte mal, sehe ich doch bei ES List. Hier. Das war Extreme Player 0204. Der hat den mitgesponsert, hat er mitbezahlt, hat aber beschlossen, dass er hier auf der Insel bleiben soll. Deswegen steht er jetzt auch da. Außerdem hatte ich hier ein bisschen was für das Opening gespendet. Hier Ancient Runes und Legendary Relics. Leider gibt es wieder Leute. Ich weiß nicht genau, wer es ist, aber es gibt Leute auf dieser Insel, die was klauen. Und das hier war noch das harmloseste. Es wurden nämlich auch alle Verzauberungen, die Alpha Tsunami, einer der hier mit auf der Insel ist, in der Kiste gelagert hatte, weil er seine Insel gerade umbaut. Alle diese Verzauberungen waren weg. Und das waren nicht einfach irgendwelche Verzauberungen, sondern das waren alles bereits Max-Level-Verzauberungen. Solche, wie man sie für ein Gottswort benötigt. Also... ich würde mal schätzen, so um die 10 Millionen am Wert von den Büchern und die wurden halt geklaut. Da ich eh nicht denke, dass der Täter sich dazu bekennt, beschließe ich einfach, dass ich von meiner Insel diesmal wirklich alle kicke. Ach so, mein Minecraft ist gerade abgestürzt. Okay. So, jetzt ist alles wieder gut. Muss ich nur wieder auf meine Insel gehen. Was hatte ich eigentlich erzählt? Ach ja, genau. Ich wollte alle kicken. Mache ich dann nachher noch. Und ansonsten sieht es mit meinen Easter Eggs momentan ziemlich mau aus. Ich habe, sind hier 10, 12 Easter Eggs. Das reicht noch nicht. Ich werde jetzt gleich nochmal in die Warzone gehen und mir meine 25 Stück erfarmen. Ne, warte, die haben Spawn, habe ich schon geholt. Also meine 24 Stück. Aber das wird noch nicht reichen, denn ich habe noch ein paar Sachen, die ich mir kaufen möchte. Darum einmal die Bitte oder die Anfrage besser gesagt. Ich habe nämlich vor, dass ich bei mir so ein Geschäft aufmache. Das heißt, ich verkaufe praktisch meinen Dienst für Easter Eggs. Das heißt, ich baue zum Beispiel solche Cleanstone Generator wie den hier. Pro Reihe ein Easter Egg. Das heißt, hier dieser Cleanstone Generator müsste, ich glaube, 14 Easter Eggs kosten. Kann man sich natürlich größer wünschen, bis maximal 29 Blöcke groß, danach kostet es nochmal extra, weil man dann nochmal Trichter und sowas besorgen muss. Die Materialien dafür kaufe ich alle selbst, außer natürlich die Trichter hier unten, die sind dann selbst zu bauen. Und so viel Geld kann ich dafür dann auch nicht ausgeben, dann würde ich mehr Geld dafür ausgeben, als ich insgesamt dann als Easter Egg bekomme. Oh verdammt, Reserve aktiviert, das wollte ich gar nicht. Aber hier das ganze Redstone, die Pistons, Lava, auch das hier, das besorge ich alles selbst. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich mal an, ansonsten werde ich das auch immer mal in den Chat schreiben. Andere Sache, die ich auch machen würde für Leute, die zum Beispiel die Enchanting Challenge brauchen,
Den würde ich zum Beispiel jetzt verzaubertes Dia-Schwert verzaubern, sofern sie das haben, sofern sie das geben, also das Dia-Schwert und das Verbrennungsbuch, dass ich denen das dann verzaubere oder irgendwelche Schrott-Enchantings drauf für jeweils zwei Easter Eggs oder Pole-to-Pole-Challenge Weg zeigen, wenn mich da jemand anschreibt, kein Ding. Ja, wie gesagt, ich arbeite da für die Easter Eggs, denn ich möchte mir noch Sachen kaufen. Einmal die volle Bunny-Rüstung und die Spitzhacke. Die volle Bunny-Rüstung ist, glaube ich, richtig cool zum Bauen. Denn wenn du da dastehst, also einerseits muss ich nicht die ganze Zeit meine OP-Rüstung anhaben. Andererseits kann ich dann auch mit Jump Boost 3 einfach drei Blöcke gleichzeitig unter mir platzieren, was extrem praktisch ist. Und man kann halt drei Blöcke hochspringen, das heißt so, hup, und dann bin ich dort oben auf der Kiste drauf. Bevor ich jetzt gleich in die Warzone gehe, ich habe gerade ein paar Enderperlen hier verkauft. Ihr seht, ich habe jetzt 1,2 Millionen. Und mein Inventar ist auch nochmal voller Erze. Bevor ich jetzt in die Warzone gehe und meine Osterhasenroute langlaufe, werde ich erstmal das Zeug hier noch verkaufen. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen was an Mann bringen. Nochmal 600k, alles klar. 1,9 Millionen auf meiner Insel ist noch ein bisschen was. Eigentlich hatte ich vor, mir vorher noch eine gute Axt zu machen mit Lumberjack, Konfetti und Gelatine. Das Problem ist, dass ich kein Lumberjack 10 mehr habe, weil ich das nicht gebraucht habe und deswegen gealchemized habe. Und Konfetti 10 ist momentan auf meinem angefangenen Godsword drauf. Von daher, ja, habe ich gerade nicht wirklich Verzauberungen dafür. Also lasse ich das erstmal. Nochmal 100k. 2 Millionen, gut, damit lässt sich doch leben. Warte, dann kann ich mir gleich noch hier einen Goldapfel kaufen. So, jetzt ESGO, der Nekromant. Dann rüste ich mich aus und wir sehen uns gleich am Eingang zur Warzone. Gut, damit bin ich jetzt ausgerüstet. Ich habe mit dem Tim 5432 einfach ausgemacht, dass ich mit ihm mal langgehe. Der hatte gestern schon gefragt, ich glaube vorgestern auch. Und ich versuche das zumindest so gut ich kann abzuarbeiten. Und ja, die Leute, die nicht spammen, sondern die einfach mal normal fragen können, bei denen gehe ich dann auch schon eher mit als Leute, die irgendwie gefühlt 20 Mal pro Minute fragen. Ah, sehr schön, da ist er ja auch schon. So, dann gehen wir mal hier drüben raus. Habe ich wieder Rage? Nein, erst in 33 Sekunden. Auf jeden Fall so erstmal zu meinem Equip. Ich habe hier Head of the Immortal dabei, dann Full Soul Eater mit einmal Soulbound, den Bow of Beheading, der ist richtig krass, der hat einfach Schlag 4, da bekommt man so krass Knockback. Ansonsten jede Menge Enderperlen, 13 OP Goldäpfel. Wo bleibt der Typ jetzt? Da, okay. Ansonsten Bad Bombs, die kann man schön hochwerfen und sich Speed 3 gönnen. Oder ist doch Speed 3? Ja, Speed 3 gönnen. X-Pills, falls einen jemand nervt, kann man die wegnocken. Und Flash Heals, die sind immer ganz wichtig. Hier liegt Zeug, aber nur Crap. Dann geht es nach dort unten weiter. Der hat eine Enderperle geworfen. Na gut, dann lassen wir ihn. Jetzt habe ich Rage aktiviert, obwohl ich das nicht wollte. Mann, was macht man denn in so einer Situation, wenn man gar nicht schießen will? Aber links und rechts daneben eine Enderperle. Ah, warte, so zum Beispiel. 9. Genau. Man kann jetzt natürlich auch hier irgendwie 4, 5 oder sowas drücken. Dann würde man ja so ein Expel nutzen. Ah, bei den Expels, das ist super witzig. Mal sehen, ob ich das nachher mal mache. Ich rede viel zu schnell. Mal sehen, ob ich das nachher mal machen kann. Denn wenn man bei den bei den Expels sich hinstellt und einer unter einem, zwei Blöcke, den Expel zündet, dann fliegt man übelst hoch. So, nächster Hase, drüben. Warte, da, okay. Aber den Hasen gönne ich mir trotzdem erst. Zack, so, jetzt, wo bleibt der Typ? Mal gucken, was ich machen kann. Ich versuche ihm jetzt einfach mal Zeit zu verschaffen, damit er in die Safe Zone gehen kann. Okay. Lol. Als ob jetzt gerade ein Skydrop kommt, während wir auf dieser Insel mit diesen mit diesen super vielen Spots sind. Ey, das ist ja mega krass.
Das heißt, ich porte mich gleich mal hier hoch. Enderperle? Ah, gut. Ich dachte schon, die denkt sich mal wieder so, kein Bock anzukommen. Hier hoch, da ist die erste Chest. Headsplitter, okay. Welche Verzauberung? Shatter 9. Oh mein Gott, das ist mega geil. Das ist genau das, was ich brauche. Weil ich, weil für mein Godsword praktisch nur noch Shatter fehlt. Ey, das ist ja mega geil. Ich glaube, ich habe da gerade eine Kiste vergessen. Egal. Mal gucken, ob ich an die hier oben rankommen kann. Oder ob die dann schon gelootet ist. Da kommt der Tim an. Naja, der freut sich auch, wenn er die Kiste findet. So. Hier hoch. Naja, das Problem an dieser Insel ist halt, wenn man die gelootet hat, dann hat man keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Das ist halt super zeitaufwendig. Aber die Spots sind leicht zu erreichen. Oder relativ leicht. Man muss halt diesen Jump schaffen. Ist mir schon passiert, dass ich da runtergefallen bin. So. Und hier ist die Kiste. Okay. Das ist genau richtig, nicht? Ja, komm. So, da ist der Typ wieder. Dann können wir mal wieder runtergehen, oder? Ich habe die Kiste doch schon gelootet. Denkst du, ich lasse die Kiste ungelootet? Da ist das Kissen. Na, ich bin runtergefallen. Enderperle. Er ist runtergefallen. War das das Kissen? Da ist das Kissen. Oha, macht der Damage. Okay, aber der wird jetzt... Dann töte ich ihn halt. Er kämpft ja irgendwie nur mit Bogen. Knockback. Wir spielen jetzt Bow Bash auf Skybones. Tja, was machst du jetzt? Hä? Woher kam der Knockback denn bitte? Hä? Wo kommt der Knockback her? Hä? Was war das? Ich bekomme einfach so random Knockback. Ach so, lol, von oben schießt noch jemand. Da? Hä? Nee. Hä? Von was bekomme ich denn die ganze Zeit Knockback? Irgendjemand schießt von oben. Ich frage mich, ob der gut equipped ist. Ich denke mal eher weniger. Dann greife ich ihn einfach mal mit Schwert an. Ah, Bleeding. Einfach mal Flash Heal. So, zack. Ah, jetzt habe ich noch Stun. Okay, das war eine krasse Kombo von ihm. Ich will ihn doch nur ins Void runterschießen. Sorry. Ich wollte genau den anderen treffen. Ah lol, da ist der Tim. Jetzt. Ah Mann, warum treffe ich ihn denn nie? Ja, back halt wieder zurück. Hallo? Kannst du mal Knockback bekommen? Hallo? Was sollte denn das? Wieso hat er kein Knockback bekommen? Ich mach OP-Rückstoß. So. Jetzt bekommt er Knockback. Seht ihr, der Bogen ist halt unfair. Oh, hör doch mal auf, die ganze Zeit hochzurennen. Hochzubacken wieder. Hä? Was ist denn das Problem bei dem Typen? Hackt der oder ist das einfach nur extrem lag? Ich bowspam den jetzt, bis er nichts mehr machen kann. Oder an Vergiftungsschaden stirbt. Ey, kann der irgendwie mal ins Void fallen? Ist doch richtig lame. Ha, er ist gestunt. Ja, er ist fast down. Ah, okay, doch. Gerade sah es so aus. So. Enderperle, okay. Alles klar, ich muss schon wieder Flash hier usen. Nee, kein Bock mehr. Aber ernsthaft, warum ist er denn immer wieder oben? Sobald er ins Void fällt, alles klar. Genau so sieht Legit aus, genau so. Klatsch ihn, wie denn? So. Ich nehme an, dass er... Boah. Also ernsthaft, das war echt... Er ist halt immer wieder hochgekommen.
Hier, guckt's euch an. Er backt. Ich glaube schon, dass das nicht ganz legit ist. Ziemlich sicher, dass das nicht ganz legit ist. Jetzt. Also, ich meine, der kommt halt jedes Mal wieder hoch. Egal, was man macht. Und ich finde, wenn man so stark leckt, dann ist das doch, ist das trotzdem ein Bann wert. Ja, ich denke ziemlich sicher, dass der Typ hackt. Hilfe? Ich bin fast down. Halt die Klappe, ey. Hör auf zu hacken oder was auch immer das ist. Mein Head of the Immortal ist kaputt gegangen. Jetzt geh doch sterben. Guckt's euch an. Er kommt immer wieder hoch. Okay, das ist safe unlegit. Aber so safe. Wo ist der Typ jetzt hin? Also wenn er weg ist, dann renne ich. Alter, was war denn das? Meine Güte. So, hier nochmal. Zack. Jetzt ist natürlich mein... Na, jetzt habe ich Rage und das gleichzeitig aktiviert. Absolute Verschwendung. Aber, also am Anfang dachte ich noch, okay, kein Ding. Das wird schon... der gibt halt nur eine gute Combo raus. Aber... Also das, sowas kriegt man doch nicht mal mit Lex hin, also ehrlich. Habe ich natürlich einerseits kaputte Rüstung. Ich glaube, ich lasse das mit der Warzone jetzt erstmal. Macht es nachher. Na gut, ich habe ein bisschen Geld, aber naja, machen wir jetzt mal was anderes. Uhuhu, geil, es war gerade Skydrop. Mal sehen, ob ich davon jetzt was abgreifen kann. Also nach diesem wunderbaren Unlegit-Kampf gerade. Mir wurde gerade noch von zwei anderen Leuten bestätigt, dass der Typ wirklich richtig reinhackt. Ja. Ich werde auch mit diesem Video reporten, das ist vielleicht ein schönes Report-Video. Ja, kommt jetzt dieser schöne Skydrop, ich hoffe, der rettet was. Also bis jetzt noch nicht. Okay. Only Crap. Wirklich nur Crap. Also wirklich only. Ja, ich sehe, der Skydrop hat auch echt vor, wirklich noch was zu retten. Aber richtig. Already looted. Ach man. Nein, ich bin runtergefallen. Meine Enderperle denkt sich auch so, ja, kein Bock. Hä, wo ist die denn hingeflogen? Habe ich an der Insel vorbeigeworfen oder was? Warum kam die nicht an? Müsste eigentlich... Ah, guck mal, da ist das Kissen. Ich würde ihn ja gerne angreifen. Aber ich weiß, dass der Typ eh hackt, also von daher... Na gut, dann halt nicht. Der gönnt sich die Kiste da unten. Lol. Da ist jetzt nicht so viel dabei, was ich brauche. Aber der Item XP Booster für Äxte sind geil. Dankeschön. XX Leon, irgendwas war mit dem. Ich glaube, der war auf der Community-Insel, kann das sein? Also, ich erinnere mich auf jeden Fall an den Namen. So, dann gucke ich mal, ob hier drüben die Spots noch belegt sind. Oder, noch belegt sind. Ob da noch welche sind. Da ist schon wieder das Kissen. Ich habe keinen Bock auf diesen Typen. Alles klar, die Kiste da oben lässt er komplett unbeachtet. So wie alle anderen. Hier waren, falls hier jemand war, offensichtlich auch.
Geht denn die Safe Zone oder so? Hm, was hat er? Wo ist er jetzt hin? Okay. Da ist wieder das Kissen. Wie ist er jetzt so schnell nach da drüben gekommen? Das Never Die Lucky Gott. Ich bin weg. Also ich bin ja eigentlich mit ihm, oder ich glaube zumindest, dass ich mit ihm im Team bin. Aber ja, ich habe gerade keinen Bock, irgendwie doch vielleicht mit in den Fight verwickelt zu werden. Aha, gut, er teamt mit mir. So, nichts wie rein in die Safe Zone. Was habe ich bekommen? Nichts Gutes. Gestern hatte ich übelst Glück in Skydrops. Heute in der Aufnahme komplett gar nicht. Das Beste, was ich habe, ist Evasion 3. Naja, mal gucken. Blacksmith. Was passiert, wenn ich das hier kaputt mache? Bekomme ich Eisen raus? Noch ein... Alter, Mann, wie viel Pech habe ich denn? Ich glaube, ich sollte die Aufnahme dann doch jetzt unterbrechen. So viel Pech, wie ich jetzt gerade habe. Keine Ahnung, was kann man noch machen? Ich glaube, ich sollte die Aufnahme jetzt lieber abbrechen, weil so viel Pech, was ich habe. Ich fahre noch ein bisschen Easter Eggs. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen PvP gefallen. Auch wenn es ein Hacker war, den wir deswegen nicht töten konnten. Wäre es kein Hacker, hätten wir ihn easy gekriegt. Also, ja, ich würde sagen, wir sind dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.